Zielbeschreibung senden. Over. Sucht alles. Was soll das? Scheiße, dein Hitch wurde getroffen! Thank you.
Das muss Jimmys Aufzug sein. Ich habe den Geheimlift freigeschaltet. Hast du das gerade tatsächlich gesagt? Was? Stimmt doch. Willkommen auf Stufe 5 von New Dawn und Glückwunsch zu deinem spirituellen Aufstieg. Danke, hab mich schwer bemüht. Wir sehen hier New Dawns geheiligte Besitztümer. Die Grundlage ihrer kompletten Religion. Ganze Reihen von alten sumerischen Tafeln. Hier drin ist ziemlich viel irrer Scheiß, aber das ist was Besonderes. Warum sind die nicht im Museum? Ich meine, was gibt der Kirche das Recht, sie vor uns versteckt zu halten? Finden wir es raus. Oh, hier steht nicht berühren, aber... Hey, ich will sie echt anfassen. Nur ein bisschen, na los. So viel echte Geschichte. Ich meine, ich bin so froh, ein Teil von all dem zu... Nein! Die sind gefaked? Das ist alles Bullshit. Leute bekehren sich zu New Dawn, zahlen Millionen Dollar, bevor sie die hier sehen dürfen. Und das sind Fakes? So falsch wie alles, was diese Kirche verspricht. Jetzt geht's mir besser. Ab nach Hause. Die vierte Tafel erklärt unser New Dawn. Wir alle sind Überbleibsel des Besuchers. Einzigartig, doch mit einem Leben. Leute! Psst. Kommt rein! Ich präsentiere... New Dawn. Der Zeck wollte der New Dawn-Kirche auf den Grund gehen und hat Verbrechen und Korruption gefunden. Sie kaufen Unmengen an persönlichen Daten, um sie gegen ihre Gegner einzusetzen. Vielleicht gibt es von euch allen schon eine Akte. Wir übergeben alles, was wir gesammelt haben, an unsere üblichen Verteiler. Lest es, überprüft es. Ihr werdet zum gleichen Ergebnis kommen wie wir. New Dawn ist eine Verbrecherorganisation, die ihre Mitglieder einschüchtert, damit sie ihr Leben zerstören und ihr Erspartes an sie abtreten. Aber glaubt uns nicht blind, denn wir haben einen Gast. Hallo, ich bin Jimmy Siska. Ihr kennt mich vermutlich aus ein paar guten Filmen von vor der New Dawn-Gehirnwäsche und bevor ich ihren Befehlen gehorchen musste. Als Freunde von mir die Methoden der Kirche hinterfragten, verschwanden sie. Als ich danach fragte, wurde ich gegen meinen Willen entführt und eingesperrt. Die Polizei ermittelt bereits aufgrund meiner Aussagen. Und was steckt hinter dieser Kirche? Was ist hinter Tür 5? Ich lasse es meine Freunde von DeadSec demonstrieren. DeadSec bringt euch die Wahrheit. Macht, was ihr wollt. Oh, kommt schon, Leute. Ihr solltet mir danken. Yeah.